So, Steffi, kommen Sie zurück, wir müssen zum großen Mobil fahren. Kommen da auch mal hin? Der ist gar nicht aufgebaut. Warum ist der nicht aufgebaut? Moment, ich guck mal, wo ist der? Ja, aber das eine Röhrchen fehlt immer noch, ne? Ach, da. Ja, vielleicht kommt das noch. Oh, da liegt, ich hoffe. Da liegt noch im Wasser. Hoffe. Vielleicht ist das dann genauso wie bei dem Brückenelement. Wissen Sie das noch? Ja, aber das wäre dann schlecht. Absolut. Der Finch kommt da hinten. So. Finch kommt da hinten. Ja, ich gebe Vollgas. Ja, du brauchst kein Vollgas geben. Hauptsache, du kommst an. Keines Wort. Leute. Mann, auf dir. Schluss. So, komm ran hier. Ja. Weiter noch ein Stück und stopp. So, Ladung ist entsichert. Gucken uns das mal an hier, wie die beiden das handhaben. Fehlt uns ein Element, wir wissen nicht warum. Runter. Das ist echt komisch. So, stopp. Ah. Und jetzt? Es fehlt ein Element. Was können wir jetzt machen? Und jetzt, Chefin? Warten Sie, ich gehe mal in den zurück. Vielleicht haben wir jetzt ein Element. Oder müssen wir es kaufen? Einmal. Ja, die Möglichkeit besteht ja, dass wir noch eins kaufen müssen. Ach Gott, ich wandere hier von einer Zugmaschine zur nächsten. Vielleicht können wir da eins kaufen, oder was? Das ist ja nicht richtig. Ne. Und? Ja, können wir da nicht. Muss ich das alles zurückstellen, oder was? Ja, anscheinend ja. Sieht ja fast so aus. Ein Arbeitsschritt. Soll ich versuchen? Wenn das geht. Warum soll das nicht gehen? Jetzt bei Abschnitt 5. Ja? Finchi? Warte mal. Gucken mal eben was. Soll ich starten? Ja, dann sitz diesen zurück, weil dann müssen wir alles neu haben. Ja. Finchi, warte mal. Ja, alles klar. Jetzt müsste alles da sein. Finchi, fahr zum Stahlwerk. Stellst du dich auf, Don? Ja, ich komme jetzt. Ich fahr dann hier in deinem Hinter. Ja. Jetzt haben wir alle liegen, ne? Ja, jetzt liegt alles. Okay. Ja, noch nicht fahren. Warte. Fahren und aus dem nur noch umdrehen. Ja, vorhin stand der Schwerlastkraftwagen da.
Ja, ja, genau. Fährt der Herr Finch immer hier vorhin rum? Kommt von hinten, ja. Wir haben jetzt alle vier Elemente hier liegen, alle fünf. Das war gerade ein Fehler. Chefin, erklären Sie den Zuschauern eben, warum wir das zurückgesetzt haben. Wir haben das zurückgesetzt aus dem einfachen Grund, weil ein Element wohl irgendwie weggeglitscht ist. Wir hatten beim ersten Versuch die Zugmaschine da stehen, weil wir wussten ja nicht, dass die Elemente da so hingestellt werden. Und wie ich dann dahin kam, flogen auf einmal die ganzen Elemente durch die Gegend oder ein Element, wahrscheinlich zwei, und wo das zweite Element ist, was fehlte, weiß der Henker. Das ist wohl irgendwie weggeglitscht, und aus dem Grund fehlte uns nachher ein Element, wo wir es alles absetzen wollten, und daraufhin mussten wir es nochmal neu starten, damit wir den Auftrag überhaupt zu Ende führen können. So sieht's aus. Also machen wir das jetzt nochmal, damit ihr das sehen könnt, wie das passiert. Das habe ich jetzt verständlich erklärt. Ja, das war okay. Oh, Chefin, Sie müssen mich jetzt aber einweisen, ne? Weil das da das größte Teil hier ist, ne? Einfahren den Kran? Ja, Sie können auch ein Stück vorfahren, weil halten Sie den einfach mal. Stopp. Warten Sie. Fahren wir ein Stück. Ja, nichts machen, nichts machen. Okay. Ich mach schon. Okay. Bleiben Sie stehen. Sie müssen mich nur einweisen, ein Stück. Lassen Sie mal runter. Runter. Ja, reicht. Okay. Warten Sie, ihr fahrt dann bitte in Konvoi los, ja? Finchi, warte. Ich muss erst anhängen, ne? Ich hänge jetzt erst an. Dann hebe ich ihn rein. Ich drehe das eben um. Ne, andersrum. Du kannst vorfahren, Finchi. Gibst du mir Signal? Ja, Moment. Weiter, weiter. Und stopp, bleib mal stehen. Machen Sie mal die Rundumleuchten an. Ja, mache ich sofort, Chefin, wenn ich abfahre. Die haben sogar bei den Rohren daran gedacht, eine Leiter einzubauen. Genau. Ne? Das ist irre, oder? Ja. Kannst du mich einweisen kurz? Ja, lass mal kommen. Muss wahrscheinlich noch ein bisschen. Warte, ich muss noch zurück, glaube ich. Ja, passt, sehr schön, gut. Warte, wir müssen ein bisschen nach. Ja. Ich glaube, ich noch ein bisschen eindrehen, glaube ich. Ja, jawohl. Runter. Und jetzt noch ein Stück zu dir, ne? Zur Stirnwand, ne? So reicht, ne? Okay, sichern. Jo. Ja. So, ihr könnt losfahren. Ich werde mich in den Kran bewegen. Ich bin direkt hinter Ihnen, Steffi. Jawohl. Ich drehe dann gleich auf der Wiese. Bleiben Sie also, fahren Sie nicht mehr zu nah auf. Ich halte Abstand, ja. Okay. Weil ich halte ihn dann so an, dass ich auf der Wiese wieder drehen kann. Mhm. Herr Hoxton weiß schon, wie es geht. Meine Güte, ist das ein... Uns fehlen aber auch noch Elemente, ne? Ja, uns fehlen auch Fahrzeuge, ne? Ja. Ja, und zwar steht der Betonmischer hier ganz alleine. Und der kleine Anhänger mit dem Kübel steht hier ganz alleine. Das heißt, wir müssen dann noch Fahrzeuge holen. Nein. Aber das macht er jetzt gar nichts. So, da hinten kommen die beiden.
Die Chefin hat ja, das größte das Element. Richtig. Das hört sich jetzt aber auch komisch an. Ja, finde ich auch. Hier steht dann noch der Kipper. Hier steht der Bagger. Hier steht der Kipper. Für die Erde, die wir aus. Ja, ja, gut, okay. Das liegt aber nur daran, weil die angekoppelt sind. Ach so. Egal, kommen Sie mal ran. Weiter, Chefin. Weiter, weiter, weiter. Langsam. Ach, und stopp, stopp, stopp. Entschuldigen Sie bitte. Warten Sie, ich fahr zurück. Ja. Lösen Sie mal die Ladung. Ja, habe ich gelöst. Ich habe natürlich wieder so ein dummer Pkw. Ja, ist immer das Gleiche. Jawohl. Gehen Sie mal hier zurück, junger Mann. Oder junge Frau, nee, junger Mann. Gehen Sie mal zurück hier. Weg hier, weg hier. Da bestimmt wieder der Werner. Nee, das sieht so nach Rudolf ach, aus. Ich weiß nicht, wie das ist. Der roten Nase, herrlich, ey. Halte ich mal ins Innere rein. Das ist halt leiser. Die Innenperspektive. Ja, ihr seid ja beschäftigt da noch, ne? Ja, im Abladen. Ja. Der Don muss dich auch abladen? Was? Sind sie so schwer geworden? Ja, bald. Oje, oje, oje. Das waren bestimmt die Wintertage, ne? Haben ja. Finde ich, komm ran. Zugeschlagen? Haben sie Weihnachten? Ja, du kannst ruhig näher kommen hier. So zugeschlagen. Alles egal, bleib da stehen. Oh je, oh je. Ja, der Don hat auch beim Christstollen zugelangt, ne? Ach so. Ich mag das gar nicht. So viel Rosinen. Ein Glühwein zu viel. Der Glühwein ist okay, aber... Trockenpflaumen, die mag ich ja auch nicht. Gott. Was ist denn jetzt schon wieder? Was ist das schon wieder so ein Lachen? Ja, Don, du hast Pflaume gesagt. Ja, das stimmt. Oh mein Gott. Hab ich doch auch recht. Fehlt jetzt wieder ein Element? Nein. Alles gut. Ich bin gleich da. Lad das eben noch ab. Finchi ist okay. Auch schon auf dem Weg, ne? Jetzt haben wir endlich alle elementäre. Elementäre. Ja, du wirst auch neuer Präsident. Präsident, ja. Si. Präsident. Wo bleiben Sie denn, Herr Ochsen? Silenzium. Silenzium, was? Bin gleich da. Bleiben Sie ruhig. So. Der Chef kommt. Da ist er, der Chef. So schnell geht er hier. Ach, da. Ach ja, der ist ja da oben drin. So doof, dass wir wegen ein so ein Ding gleich nochmal hier hin müssen, ne? Total blöd, ey. Achso, geben Sie dem Ganzen ein bisschen Band. Ein bisschen runter, oder? Vielleicht kann ich das gleich noch aufnehmen, das passt nicht, ne? El Presidente. Sie können sich ja den Kipper, den Ladekranwagen holen und da drauf packen. Das passt. Bin mir nicht sicher.
Ich bin mir nicht sicher. Ja, lassen wir erstmal hier runter. Warum steige ich eigentlich aus? Stopp, stehen bleiben, vorfahren. Gut vorfahren. Stehen bleiben. Nein, ein bisschen weiter nach hier, nach hinten. Ausfahren, ausfahren. So, stopp. Noch ein Stückchen. Anders, so, ja. Also, wo sind wir? Nein, machen wir mal ein bisschen nach außen, so. Ja, stopp. Ja. Jawohl. Herrenhaus? Was ist denn ein Herrenhaus? Ja, das ist nicht von Resident Evil. Das haben wir jetzt gekriegt. Als Auftrag. Bleib stehen. Sag dir gleich Bescheid, wenn du noch ein bisschen wegfahren musst. Schauen. Fahr mal noch ein Stück vor. Müsstest du noch ein bisschen gut höher dann. Hoch und runter den, das Kabel. Einfahren. Und wie sind die Suchmaschine noch? Jetzt noch beide rein. Ja, runter. Ja, Moment, okay. Moment, ich stehe doch nicht richtig. Ich muss das noch ein bisschen eindrehen und ein bisschen rausfahren. Nee. Nee. Versuch mal, ob du fest bist. Nee. Ach doch. Okay. Auf geht's, Konvoi, starten. Okay, ihr könnt losfahren. Jetzt nehmen wir aber das letzte Stück auch noch mit, oder? Wieder das letzte Stück. Ja, natürlich, das letzte Teil noch. Und bevor wir dann zusammenbauen, na, machen wir eine kleine Pause. Ja, das machen wir auf jeden Fall noch. Kann gerade mal 50 fahren. Wieso steht denn der kleine Kranwagen hier? Wegen dem Kipper. Wegen dem Dingens. Wegen den kleinen. Ah ja, wegen den Anhänger, ne? Moment. Ich fahre den mal weg, weil der steht mir völlig im Weg rum. Geh mal wieder ins Innenteil hier, sonst ist das zu laut für die Leute. Und versteht man mich wieder nicht? Achtung, ich komme. Ich meine, hier erscheine. Komm, erscheinen. Ich frage mich nur, was wir da baggern sollen. So, kommt mal ran. Langsam, Schäfchen. Langsam. Weiter, weiter vor. Ja, bleiben Sie stehen. Dann. Hi. Da haben Sie echt die Leiter da sogar reingebaut? Das ist ja krass. Okay. Gehen Sie, können fahren. Dann bleibt ja. Finchi hier, wo wir abgeladen haben, und ich komme dann noch mal rüber, weil wir ja noch einen Teil aufladen müssen, ne? Ja, der Motorteil fehlt noch. Ja, genau. Steffen!
War was? Nee, nee, alles gut, alles gut. Sehen Sie? Nichts. Was hast du wieder gemacht? Hab ich bei meinem Vater gelernt. Verfahren. Also. Mhm. Wir haben früher auf dem Bauernhof gewohnt. Ich glaube, ich muss aber gleich, ich weiß nicht. Ach, jetzt ist er schon wieder. Er muss gleich, ich kann ihn gar nicht umsetzen müssen. Eine längere Sitzung halten, oder was? Weiß nicht, ob wir den Kran da hinsetzen müssen. Weil von unten nach oben ist ein bisschen schwierig, die langen Teile dann aufeinander zu setzen. Ach so. Das ist schwierig. Lass den Herrn Finch mal machen, der hat ein gutes Auge. Aber er bewährt sich, ne, muss ich sagen. Ja, er macht gut. Ich danke Ihnen fürs Kompliment. Gerne, gerne. Und hier ist wieder die Wolke. Herr Hobson. Ghostbusters Wolke. Ladung ist schon in Sicherheit, Don. Ja, alles klar, ich lade ab. So, ich bin am Stahlwerk. Frag dann den LKW hier. Okay, du kannst wegfahren. Ja, ist das schön. Na, na, das letzte Teil, das machen wir auch noch, bis wir alle Teile hier liegen haben. Da wird heute mal die Folge etwas länger werden. So als Weihnachtsbonbon nachhinein. Genau. Ist ja bald Ostern, ne? Der ist ja nicht mehr lange bis Ostern. Ja, ich weiß, wir haben gerade erst Weihnachten hinter uns gebracht. Ja. Ist alles okay? Alles wunderbar. Das machen wir so. Jawohl. So, Chef, ich komm. So, noch einmal zurück. Einmal zurück? Jawohl. Okay. Dann wollen wir mal. Aber wir müssen ja noch mehr transportieren, ne? Absolut. Die ganzen Windräder müssen hier oben mal dran. Und die Schrauben müssen höher. Ja, stimmt, das ist der Motor, der kommt oben dran, ne? Ey, wie genau die das gemacht haben, Wahnsinn! Vor allen Dingen, was da drauf steht, ne? Dieses WKA 60, das gibt's ja wirklich. Drehen Sie mal ein bisschen. Und fahren Sie ein bisschen raus. Soll ich gucken oder es geht wohl, ne? Okay, ein bisschen rausfahren noch. Wir sind über daneben. So, stopp. Jetzt mal runter. Ja, Moment, ich stehe ein bisschen schräg. Anders? Ich will das mal. Glaub? Ja. Müsste so gehen. Alles klar. Ich baue den Kran ab und stelle den mal zur Seite wieder. Aber da, wo vielleicht keine Sachen kommen, weil ich weiß nicht, wo die Räder hinkommen, die Blätter hinkommen. Werden sie hier neben dem Parkplatz oder so. Ich hab keine Ahnung, wo ich. Also ich stelle es in der Einfahrt, weil in der Einfahrt kommt bestimmt nichts hier. Aber kann auch sein, dass die Blätter direkt an die Wind. Kann auch sein. Weil da stand ja nur, sollen die anbringen. So, einmal wieder zurück zum Großen.
zurück. Wir warten jetzt auf die Chefin. Finchi ist auch da, ne? Ja, Finchi ist da. Sehr schön. Ich gebe halt hier so ein bisschen Verkehr auf. Finchi könnte normalerweise noch mal eben zur Firma und noch einen LKW holen, ne? Eine Zugmaschine hier für, die, für unseren. Machen für Sie unseren das mal, Herr Finch. Ja, mach ich. Eine blaue. Müsste ja noch eine da sein eigentlich. Oder beide müssten da stehen. Nee, gar nicht wahr. Ja, eine steht da nur. So, pass auf. Passen Sie auf, da steht wieder, die stehen wieder kreuz und quer hier. Ja, kommen Sie näher. Also die wollen bestimmt gleich wieder drehen, ne? Okay. Und stopp. Stopp. Bisschen hoch. Und ein bisschen nach hier zu mir. Ja. Danke. Okay. Letzte Teil. Warten Sie mal, bevor Sie dann absetzen. Naja, ich warte noch. Wo ist der Herr Finch? Ach ja, genau. Der holt noch eine Zugmaschine. Ja, gut. Bevor ich es jetzt absetze hier. Ah, da kommt er schon. Ja, er arbeitet sehr schnell, muss man ihn wissen. Nehmen wir an, hier einmal ankoppeln? Nee, löscht. Nee, einfach nur stehen lassen. So, ich setz ab. Finchi, komm raus aus der Karre. Ja. So, ich setz ab. Nein. Heavy. Fertig, Leute. Okay. Jetzt müssen die an die richtige Position gebracht haben, aber wie das wird, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Siehste, Raupenkran. Finde eine geeignete Stelle, um den Raupenkran aufzubauen. So sieht's aus. Also, Leute, macht's gut. Bis dann. Tschüss.